Als vor knapp einem Jahr in Mexiko die Erde bebte, geschah etwas Unerwartetes im Zentrum der antiken Tempelstätte Teopanzolco. Die Mauerstrukturen verschoben sich derart, dass bisher unentdeckte Überreste einer darunterliegenden Pyramide entdeckt wurden. Archäologin Georgia Idiz Bravo ist an den Restaurierungsarbeiten beteiligt, bei denen die Überreste gefunden wurden. Wir wissen jetzt, dass die Tlahuicas schon früher hier waren, als wir gedacht haben. Der Tempel Teopanzolco wurde von der Zivilisation der Tlahuicas erbaut, die zu Zeiten der Azteken im heutigen Bundesstaat Morelos lebten. Er diente der Huldigung des Regengottes und stammte etwa aus dem Jahr 1150.